Tagesschau. Der Verdacht wiegt schwer. Einen islamistisch motivierten Anschlag mit Gift soll ein Brüderpaar aus dem Iran vorbereitet haben. Bei einem Antiterroreinsatz in der Nacht zum Sonntag wurden die beiden Männer im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel festgenommen. Gestern Abend ergingen Haftbefehle gegen sie. Auf Giftstoffe allerdings sind die Ermittler bisher nicht gestoßen, auch nicht bei der Durchsuchung von Garagen heute Vormittag, wie die Generalstaatsanwaltschaft nach dem Einsatz mitgeteilt hat. Philipp Wundersee in Köln. Zunächst hieß es doch aber, man habe ein verdächtiges Paket gefunden. Was wissen Sie über diese Durchsuchungen? Ja, als die Spezialkräfte diese Garagen durchsucht haben, mussten sogar Anwohner ihre Häuser verlassen. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt, weil man eben dachte, in diesem Paket gibt es einen bedrohlichen Inhalt. Aber als die Kräfte dieses Paket öffneten, wussten sie, es ist kein Gift drin, keine gefährlichen Stoffe. Wie auch schon gestern in der Wohnung, die ja durchsucht wurde. Dort wurden ja auch keine giftigen Stoffe gefunden. Beide Männer sind derzeit in Untersuchungshaft. Und der jüngere der beiden Brüder, der wurde ja bereits 2019 wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die er derzeit absitzt, weil er einen großen Ast auf eine Autobahn geworfen hat. Im Rahmen von Lockerung durfte er sich am Wochenende bei Familienangehörigen aufhalten, dort auch übernachten und wurde da am Wochenende von den Einsatzkräften überrascht. Ein ausländischer Geheimdienst habe den entscheidenden Tipp zur geplanten Tat geliefert. Warum hatten die deutschen Behörden keine Hinweise? Ja, mal wieder die USA, die diese Hinweise gegeben haben. Gerade beim Thema Terror unterstützen sich die Behörden gegenseitig, geben Hinweise, wenn sie Tipps haben, wenn sie Hinweise auf mögliche Anschläge haben, unterstützen sich die verschiedenen Länder gegenseitig. Die Amerikaner sind gerade, was das Thema Ressourcen, aber auch was das Thema Befugnisse angeht, deutlich besser aufgestellt als die deutschen Behörden. Also wenn sie soziale Medien überwachen, einschlägige Foren, wissen die nun mal mehr als die deutschen Behörden. Versagen kann man den deutschen Behörden natürlich jetzt nicht unterstellen. Aber gerade jetzt beginnt wieder die Debatte, die die Frage stellt, wie abhängig sind die deutschen Sicherheitsdienste von anderen Sicherheitsdiensten und wie viele Rechte mehr sollten eventuell deutsche Behörden bekommen, um auch solche Hinweise selber zu ermitteln und nicht auf andere Geheimdienste angewiesen zu sein. Philipp Wundersee, Dankeschön nach Köln. Nach dem ersten Schock beginnt in Brasilien die Aufarbeitung des Sturms auf das Parlament. Dabei zunehmend in der Kritik die Polizei. Denn erst nach Stunden gelang es Spezialkräften, die Gebäude zu räumen. In der Hauptstadt Brasilia hatten gestern mehrere tausend Unterstützer des früheren rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro das Regierungsviertel gestürmt. Sie verschafften sich Zugang zum Kongressgebäude, wo sie randalierten. Außerdem drangen sie in den obersten Gerichtshof und in den Präsidentenpalast ein. Polizeibusse, voll besetzt mit verhafteten Randalierern, verlassen das Regierungsviertel in Brasilia. Am Nachmittag beginnt der Angriff mutmaßlicher Bolsonaro-Anhänger auf den Kongress. Es sind mehrere Tausend, die sich offenbar im Internet verabredet hatten. Die Bilder der Zerstörung filmen die Randalierer selbst. Das Parlament ist über Stunden in ihrer Hand. Für sie ist der rechtsextreme Bolsonaro der rechtmäßige Präsident. Er ist mein Held. Ich bin in seinem Haus, das unser Haus ist. Die Rolle der Polizei ist umstritten. Ganz offenbar war sie nicht auf einen Angriff vorbereitet und hat keine Mittel, die Massen aufzuhalten. Präsident Lula war nicht in der Hauptstadt. Er überträgt das Kommando an die Bundespolizei. Die Militärpolizei der Hauptstadt war zuständig, hier für die Sicherheit zu sorgen. Und leider hat sie das nicht. Es gab Inkompetenz, fehlenden Willen und Vorsatz. Viele hatten diesen Angriff auf die Demokratie befürchtet. Denn der ehemalige Präsident Bolsonaro hatte seine Wahlniederlage nie anerkannt. Stetig Zweifel am Wahlsystem geschürt. Was seine Anhänger forderten, war eine Militärintervention, um das Wahlergebnis zu kippen. Von Anfang an forderten sie einen Putsch und Bolsonaro hat sie nie entmutigt. Der Präsident kündigt eine konsequente Strafverfolgung aller Täter und möglicher Hintermänner an. Angriffe gegen Polizei und Feuerwehr, verletzte Einsatzkräfte. Seit Tagen gibt es Diskussionen darüber, wie mit den Vorfällen in der Silvesternacht in Berlin und den mutmaßlichen Tätern umzugehen ist. Polizeipräsidentin Slowik konkretisierte bei einer Sitzung des Innenausschusses heute den aktuellen Stand der Ermittlungen. Es gebe 102 Verfahren, gut ein Fünftel sei bereits an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die Vorkommnisse beschäftigen die Hauptstadt auch weiterhin. Es ist nicht nur ein Neuköllner Problem, es ist nicht nur Silvester. In der vergangenen Nacht gab es wieder einen Angriff mit Böllern auf ein Spezialfahrzeug der Berliner Feuerwehr in Hellersdorf.
Die Hilfe für den vermuteten Schlaganfall erfolgt unter Polizeischutz. Vielleicht auch deswegen die erneute Forderung des Landesbranddirektors. Feuerwerk und Pyrotechnik gehören mindestens in fachkundige Hände. Und als Feuerwehrchef meine ich, es ist nun an der Zeit, diese genannte Tradition zu überwinden. Im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses geht es heute um die politische Aufarbeitung der Silvesternacht. Ein Schwerpunkt, die Motivation der Täter und welche Rolle der Migrationshintergrund spielt. Den rückt die CDU in den Mittelpunkt mit der Frage nach den Namen der deutschen Randalierer. Wir wollten auch konkret nach Personen fragen, weil wir der festen Überzeugung sind, die bisherige Politik, bestimmte Themen nicht anzusprechen, zu verschweigen oder zu relativieren, sind gescheitert. Indem sie hier nach Vornamen der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt hat, da spalten sie, da grenzen sie aus. Neben der Aufklärung ist es heute auch ein Schlagabtausch mitten im Berliner Wahlkampf. Die Innensenatorin hat noch einmal angekündigt, sich im Bund zumindest für ein flexibleres Böllerverbot und Einschränkungen des Verkaufs von Schreckschusswaffen einzusetzen. Einig sind sich die Parteien nur bei schnellen Konsequenzen für die Täter. In Deutschland gibt es immer mehr Engpässe bei Medikamenten. Die Liste reicht von Schmerzmitteln und Antibiotika bis hin zu Präparaten gegen Bluthochdruck oder Diabetes. Beeinträchtigt von den fehlenden Arzneimitteln ist auch die Versorgung von Krebspatienten. Nach Angaben von Experten sind vor allem Medikamente betroffen, die seit Jahren in der Krebstherapie verwendet werden. Grund seien akute Probleme bei der Herstellung und weltweite Lieferengpässe. Tamoxifen. Seit langem ein Medikament gegen Brustkrebs, doch im vergangenen Jahr war es in Deutschland vorübergehend nicht mehr erhältlich. Ein Problem auch für diese Berliner Apotheke und ihre Kunden. Dadurch, dass die Gesundheit für viele Kunden natürlich das höchste Gut ist, sind die Kunden auf jeden Fall besorgt, verängstigt. Wie geht's weiter? Diese Unsicherheit. Kriege ich mein nächstes Rezept noch? Das macht die Leute, besorgt die Leute sehr stark, ja. Ähnlich ist es mit anderen Krebsmedikamenten. Immer wieder kommt es zu Lieferengpässen. Wir haben in den Praxen und Kliniken in den letzten Monaten ganz plötzlich die Nachricht bekommen, dass Medikamente, die wir seit Jahren, Jahrzehnten einsetzen, für unsere Krebspatientinnen und Patienten nicht mehr zur Verfügung stehen. Besonders betroffen Präparate, deren Patentschutz abgelaufen ist. Deren Herstellung findet meist in Asien statt. Die Mediziner fordern deshalb, Produktionsstätten wieder in Europa aufzubauen. Zudem brauche es ein besseres Warnsystem bei möglichen Engpässen. Wir fordern, dass wir eine Transparenz erreichen, das heißt sehr frühzeitig informiert werden von den pharmazeutischen Firmen, die solche Lieferschwierigkeiten sehen. Wir fordern, dass es Verträge zwischen den Krankenkassen und den Firmen gibt, die auch eine Vorratshaltung beinhalten. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer entsprechenden Gesetzesinitiative. Ziel sei auch, das Vertrauen bei Patientinnen und Patienten wiederherzustellen.